Guten Morgen. Heute beschäftigen wir uns mit Satelliten. Es gibt verschiedene Satelliten, zum Beispiel Wettersatelliten. Sie zeigen uns an, wie ist die Bewölkung auf der Erde oder die Temperatur. Es gibt Telekommunikationssatelliten, das kennen wir vom Fernsehen, wir kennen die Satellitenschüsseln. Und es gibt Forschungssatelliten, die zum Beispiel für die Erdfernerkundung eingesetzt werden, um Spurengase und anderes zu vermessen. Ich habe hier so ein Modell eines Satelliten. Und die Frage ist jetzt, wenn wir einen Satellit starten mit einer Rakete ins Weltall schießen, dann ist ja irgendwann der Treibstoff verbraucht, aber der Satellit bleibt am Himmel. Warum? Dazu nehmen wir einmal hier die Erde zu Hilfe. Satelliten werden häufig am Äquator gestartet, weil die Erde dreht sich. Und wenn wir einen Satellit starten, nehmen wir den Schwung der Erddrehung mit. Wir sparen dadurch Energie. Und wenn wir jetzt diesen Satellit einmal starten mit einer Rakete mit wenig Treibstoff, dann wird er ins All geschossen und fällt wieder runter und ist kaputt. Wenn wir eine Rakete haben mit extrem viel Treibstoff, also der Satellit würde eine hohe Geschwindigkeit erreichen, dann verlässt er die Erde und ist weg. Wir können jetzt aber auch eine Geschwindigkeit wählen, dass wir den Fall haben, dass der Satellit genauso schnell sich in diese Richtung bewegt, wie er auch fällt. Und dann fliegt er um die Erde. Das heißt, man würde eigentlich eher sagen, der Satellit fliegt nicht um die Erde, sondern er fällt um die Erde. Und jetzt gibt es den Spezialfall der sogenannten geostationären Satelliten. Das sind Satelliten, die immer über demselben Punkt auf der Erdoberfläche am Äquator sind. Und das ist zum Beispiel wichtig für unsere Wettersatelliten oder auch für unsere Telekommunikation bei den Fernsehsatelliten. Weil die Satellitenschüssel, die schaut ja immer in dieselbe Richtung, in Richtung Süden in Europa, weil über dem Äquator in Afrika sind diese Satelliten. Und diese Höhe ist 36.000 Kilometer, weil in 36.000 Kilometer haben wir den Fall, dass der Satellit genauso schnell um die Erde fliegt. Er braucht 24 Stunden, um einmal um die Erde geflogen zu sein. Die Erde hat sich in derselben Zeit auch gedreht. Das heißt, er ist immer über demselben Punkt am Äquator. Es gibt natürlich auch viele andere Satelliten, zum Beispiel die Forschungssatelliten, die sehr häufig in einer niedrigen Umlaufbahn fliegen. Und weil wir in diesen Fällen häufig auch die Polarregion beobachten wollen, was nicht geht, wenn wir einen Satellit über dem Äquator haben, weil dann können wir beide Polarregionen nicht beobachten, fliegen diese Satelliten fast über den Nordpol. Diese polumlaufenden Satelliten, die wir für die Forschung benutzen, die fliegen in einer wesentlich geringeren Höhe, ein paar hundert Kilometer über der Erdoberfläche. Aber sie fliegen nicht exakt über den Pol, sondern immer etwas versetzt. Der Physiker spricht von Inklination. Zum Beispiel 8 Grad gegen die Erdachse versetzt fliegen sie um die Erde. Warum? Das möchte ich erklären, indem ich einmal eine Sonne zur Hilfe nehme. Das hier sei unsere Sonne. Und wir haben hier unsere Erde. Deutschland ist jetzt hier. Und wenn der Satellit hier so fliegen würde, hätten wir jetzt zum Beispiel zu irgendeiner Uhrzeit, 9 Uhr morgens, würde die Sonne aufgehen und der Satellit macht dann seine Beobachtung. Nach einem Vierteljahr ist die Erde hier. Dann ist es aber so, dass in Deutschland schon Mittag wäre. Wir wollen aber, dass der Satellit das ganze Jahr immer um 9 Uhr über Deutschland ist. Und wie kriegen wir das hin? Die Satellitenbahn muss sich also drehen. Sie muss auch wandern. Zum einen Zeitpunkt des Jahres ist sie hier und ein Vierteljahr später ist sie hier. Wie kriegen wir das hin? Dazu greifen wir auf ein Experiment zurück, was wir früher einmal gezeigt hatten. Das hängt nämlich mit der Kreiseltheorie zusammen. Die Kreiseltheorie hatten wir in einem früheren Experiment erklärt. Die Erklärung machen wir jetzt nicht noch einmal, aber wir zeigen den Effekt. Wenn ich hier einen Fahrradreifen habe und ich hänge den hier so in die Schlaufe,
und ich lasse meine rechte Hand los, dann würde er runterfallen. Aber wir können den Fahrradreifen jetzt einmal in Schwung bringen. Dazu zieht Matthias einmal an der Schnur. Und wenn ich jetzt den Fahrradreifen loslasse, dann fällt er nicht runter, sondern er dreht sich. Das nennt sich Präzision. Das hatten wir früher erklärt. Und jetzt stellen wir uns vor, unser Satellit wäre dieser Teil von dem Fahrradreifen. Der Satellit dreht sich um die Erde, aber wie wir eben gesehen haben, er wandert so rum. Das heißt, die Satellitenbahn wandert. Das ist genau der Effekt, den wir brauchen. Aber warum wandert die Satellitenbahn? Dazu schauen wir uns noch einmal die Erde an. Die Erde ist keine exakte Kugel. Sie ist am Äquator dicker als an den Polen. Durch die Erddrehung wird die Masse hier nach außen gedrückt. Und am Äquator ist die Erde ungefähr 40 Kilometer dicker als an den Polen. Und das führt dazu, dass die Gravitation in diesem Bereich etwas größer ist als hier. Das heißt, wenn der Satellit so um die Erde fliegt, etwas schräg, dann führt das Gravitationsfeld der Erde dazu, dass eigentlich die Satellitenbahn später so sein müsste. Aber wir haben an dem Fahrradreifen gesehen, der Satellit gibt dem nicht nach, sondern er ändert einfach seine Rotationsebene. Das heißt, nach einiger Zeit fliegt er so. Und das kann man jetzt so geschickt wählen, durch den passenden Winkel, dass der Punkt, der Zeitpunkt, in dem er auf die Sonne guckt, immer der gleiche bleibt. Bis morgen.